Warum blinkt denn der Haltewunsch da so komisch? Also nicht auf der Anzeige, sondern oben links die rote Schrift. Achso, hier ist die Haltestelle direkt schon. Ach, deshalb hat die wahrscheinlich geblinkt, weil die dachten, ich stehe schon an der Haltestelle und die haben die ganze Zeit die Türöffnungstaste gedrückt. Hallo. Hallo. Oh, der steht aber auch scheiße da. Westfriedhof. Das hätte ich aber besser hingekriegt. Muss ich ja mal so sagen. Ne? Wahrscheinlich wäre ich irgendwie gegen 5 Autos dabei gefahren, aber... Guten Tag. Guten Tag. Oh, nochmal einen Schluck trinken hier. Das ist halt komisch, ne? Entweder hat das Spiel jetzt nicht erkannt, dass ich auf Fahrkarten verkaufe, dass ich den eingeschaltet habe. Oder es will zufälligerweise trotzdem niemand eine Fahrkarte kaufen. Wobei ich das komisch finden würde, weil an der Anfangshaltestelle wollte ja fast jeder eine haben. Aber die heiß begehrt wie heiße Brezeln. Ne? So, hier müssen wir einmal quer rüber. Und ist sogar grün. Das finde ich gut. Ja, ich fahre extra nicht so schnell hier rum, sonst meckern die Eulen da hinten ja wieder rum. Ne? Das darf ich ja nicht zu laut sagen, nicht, dass sie das hören. Lieberstraße. Mensch, grüne Welle heute, oder? Hallo, ah, wenigstens jemand sagt mal Hallo hier. Ich muss noch mal gucken, jetzt da wir eh noch 2 Minuten Zeit haben. Fahrscheinverkauf ist an. Ja. Uff. Naja. Achso, jetzt ist die Zeit natürlich nicht weitergelaufen. Naja, dann stehen wir hier mal die 2 Minuten noch ab, wa? Ich lasse die Tür noch mal ein bisschen auf, weil es ja doch noch, naja, wohl 18 Grad geht. Ich mache sie mal zu. So, ich habe auf dem zweiten Monitor den Linienplan auf. Wir können auch hier noch mal gucken. Wo sind wir? Westfriedhof, ne? Ne, Weberstraße. Westfriedhof waren wir eben schon. Weberstraße.
Rathenaustraße. Da kommen wir doch noch ein paar Stationen. Obwohl, das sieht so viel aus. Weil hier am Lessingplatz gibt es halt drei Punkte für den einzelnen Platz da. Ja, wir fahren natürlich nur in eine Richtung zurück, fahren wir nicht nochmal. Wir sind ja dafür schon am an der Wagenhalle West gestartet. So, immer noch eine Minute. Kopfschmerzen. Ach ja, die KI-Liste ist hier standardmäßig auch. Also für Gärten ist halt, benötigt man das Hamburg-Add-on. Und da hat er halt auch gleich, also wegen den, wie ich vorhin schon sagte, wegen den Häusern und so. Und da hat er standardmäßig halt auch eine gemischte KI-Liste und Parkliste gemacht. Wo halt hauptsächlich neuere Autos fahren, aber halt ab und zu auch ein paar ältere Autos. Also die neueren Autos aus dem Hamburg-Add-on und die älteren Autos natürlich aus Standard-OMSI. Und ja, bietet sich an. Ist ja im echten Leben, sieht man ja auch nicht nur neue Autos. Sondern auch ein paar alte. Rathenaustraße. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Ach, es möchte tatsächlich mal wieder jemand einen Fahrschein haben. So, 2:30. Hallo. Hallo. Der Manfred. Was mich gerade wundert, was mir auffällt, ich habe noch gar keine Kinder gesehen hier gerade. Ist das Map-abhängig? Also kann der Map-Erbauer einstellen, ob er hier Kinder auf der Map haben will? Oder ist das schon wieder irgendein Bug? Naja, soll mir egal sein, brauche ich wenigstens keine Kinderfahrscheine zu verkaufen. An die Rotzplagen. So, weiter geht's. Wenn ich hier rauskomme, ja, der fährt auf der linken Spur. Da soll er auch ruhig bleiben. Und jetzt habe ich doch mal eine rote Ampel erwischt. Kaum zu glauben. Jetzt sehe ich natürlich die Ampel nicht, aber ich sehe ja, wenn der vor mir losfährt. Nee, ach, da muss ich lang. Ah. Na gut, hier will keiner mit, aber hier wollte jemand raus. Dann steigt mal aus. Was ist passiert? Bin ich jetzt mit dem Heck an das Haltestellenschild gekommen oder was? Soll mir egal sein. Victoria, du.
Warum kriege ich eigentlich fast jedes Mal, wenn ich Let's Play aufnehmen will, Kopfschmerzen? Das ist doch... Mein Körper will anscheinend nicht, dass ich Let's Plays aufnehme. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Jawohl. Also wenn die alle nur mit 5ern bezahlen, dann kann ich mir wenigstens merken. Eine Kurzstrecke bitte. Was ich, oh Gott, jetzt kommt der mit einer Kurzstrecke und will auch noch mit 10er bezahlen. Dann kriegt der jetzt 5, 6, 7, 8, 30. So. Einmal Kurzstrecke. Ach, war richtig sogar. Ich muss mal eben, ich habe hier irgendwo Kopfschmerztabletten. Fragt sich nur wo, ich hatte die doch hier irgendwo hingelegt. Ach ja, ach oh Gott. Augen auf, Herr Hightower, Augen auf. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn, hätte ich fast gedacht hier. Ja, wenn dann überhaupt mit der Nachbarin. Ich höre einen Bus. So. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob die Map noch weiterentwickelt wird, aber es sieht bald so aus, weil hier ist ja noch Potenzial drin, dass da auch irgendwie mal eine Strecke lang geht. Da stehen sogar schon Haltestellen. Und ich habe gerade sehr monoton gesprochen, glaube ich. Ich bin ein Roboter. Hallo, hallo. Da ist frei. Gärten, Rathaus. Ich muss die Heizung gleich nochmal wieder ein bisschen stärker stellen. Sind nur noch 16 Grad hier. Wie? Mitten in der Stadt und es will keiner rein und keiner raus? Oh, dann fahren wir weiter. Zeitlich passt das ja auch ganz gut. Am Pilgerberg. Netto. So, Anna hat eine gute Minute Zeit. Dann mache ich mal die Heizung etwas wärmer. Oder einfach mal mehr Gebläse an. Und die Zeit kann ich ja eigentlich mal nutzen für einen Screenshot. Obwohl da das Haus ein bisschen im Weg ist, aber... Ja, das sieht gut aus. Na, haben wir auch ganz gut abgepasst mit der Ampel hier gerade wieder.
So weit hätte ich wieder nicht ausholen brauchen, aber was soll's. Stadthalle Kastel. Sanfte Landung. Hier will auch keiner rein und keiner raus, denn halt nicht. Mal links blinken, dass sie mich hier gleich vorlassen. Wenn ich mal sehen würde, da sehe ich die Ampel. Na, der Rote lässt mich raus, das ist sehr nett von ihm. Oh, ich muss sogar noch weiter nach links rüber hier. Blinke ich jetzt gerade oder nicht? Ja. Da sind wir heute wieder, Michael Schumacher, ja? Was ist denn hier passiert? War hier eine unsichtbare Wand? Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Ja, irgendwas ist hier ein unsichtbares Hindern. Ich bin, kann schon gar nicht richtig. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus, das geht aber gar nicht. Hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Komisch. Ich weiß aber nicht was. Irgendein unsichtbares Hindernis. Das ist immer scheiße, ist doch das. Lorenz-Tor. Oh. Die Ampel hätte ich ja fast übersehen. Bleib stehen. Deshalb, also wegen diesen ganzen Bugs, also, naja, was heißt Bugs? Ich weiß ja nicht, ob es ein Spielbug ist oder vom Map-Erbauer oder keine Ahnung. Und wegen des KI-Verkehrs gebe ich halt auch einen Fick auf die Fahrerakte. Ich gucke da gar nicht erst rein, weil das stimmt ja eh hinten und vorne nicht, was da drin steht. Wegen Unfälle und bla, das sind ja teilweise Unfälle, weil der KI-Verkehr nicht erkennt, dass da ein Bus steht und sowas alles. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt habe ich schon wieder so viel Zeit, obwohl ich da eben noch blöde rumstand. Aber naja, wir haben ja auch tatsächlich großes Glück mit den Ampeln im Moment. Lalalala. Sind jetzt hier alle ausgestiegen, außer die, die jetzt wieder ein... Ist auch geil, ne? Die stehen alle schon wieder. Ja. Ach, Quatsch. Ach so, ja, ja, sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Ach ja. Alter Turm.
Okay, ich finde ja, eigentlich finde ich es ja nicht verkehrt, wenn man gute Fahrzeiten hat und eventuell einen kleinen Puffer, aber dass ich jetzt an jeder Station eine Minute zu früh bin, das ist ja auch fast schon ein bisschen übertrieben. Ja. Weil so geht die Zeit ja auch nicht rum. Also ich muss euch ja auch irgendwie unterhalten, solange hier, wenn hier nichts passiert. Und ja. Ich will euch ja auch nicht die ganze Zeit vollnölen, damit dass ich jetzt Kopfschmerzen kriege. Das ist halt ein bisschen kacke. Eigentlich wollte ich hier nachher jetzt noch direkt eine Folge aufnehmen. Mit dem O305 in Sonnenburg. Aber ob ich das mache, das weiß ich nicht. Wenn das jetzt noch schlimmer wird mit den Kopfschmerzen. Na, mal sehen, ob die Kopfschmerztablette wirkt. Was habe ich denn hier überhaupt reingeschmissen? Paracetamol, Ratiopharm 500. Ja, ich hoffe, das hilft. Aber viel Verkehr ist hier aber nicht in Gärten. Gut, das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache hier von mir.